stupid. I'm about ready for a round of golf. Servus Mädels, willkommen bei Wettmelodie. Nochmal Caio Berico, da es ja momentan 50% mehr gibt. Einstellungen wie immer, Annäherungsfahrzeug, Kosatka, Infiltrationspunkt, Abwassertunnel. Dadurch automatisch Zugangspunkt auch, Fluchtpunkt, ganz egal, ich nehme meistens Hauptdock. Tageszeit, auch egal, Dark. Sehen die Wachen ein bisschen mehr, nachts nicht so viel. Dark siehst du dafür aber auch einfacher. Waffenarsenal. Schalldämpfer nicht vergessen. Ihr müsst sie nicht vorher gekauft haben. Einfach hier zweimal dippen und habt sie dann. Wie immer halt einfach draufhalten, hin und her, braucht man pro Stange meistens dreimal drauf, da bestätigen. Wenn ihr startet, schaut immer, dass wirklich Schalldämpfer drauf ist, weil sonst schafft das so nicht, wie ich es mache. Also schafft schon, aber müsst halt viel mehr wegnehmen. Da wir ja eh nicht in die zwei Dinger rein können, brauchen wir auch nicht die Schlüsselkarten. Sonst würden wir jetzt die zwei da noch wegnehmen, aber bringt ja nichts. Könnt ihr theoretisch auch gehen lassen, aber ich nehme da mal oft mit weg, weil er manchmal schon einen Schlüssel hat für die Tore, also Torschlüssel. Da ist wieder English Dave. Den nehmen wir weg. Ja, weil wir dran vorbei müssen und weil er einen Torschlüssel hat, Gott sei Dank. Ich habe es vorhin schon mal gemacht gehabt, aber dann musste ich aufhören. Da hat keiner von denen hier einen Torschlüssel gehabt. Und das war dann scheiße. Mit denen erschlagen wir. Wenn wir schießen, dann hören es die außen rum. Warum auch immer. Da wir alleine sind, nehmen wir das Gemälde mit. Mona Lisa für Arme oder was weiß ich, was das ist, irgendein Porträt. Eigenartigerweise gibt jedes Gemälde gleich viel. So, die Karte braucht man nicht. Da schauen, dass es nicht umgeschalten hat, gerade wenn ihr die goldene mitnehmt, dass ihr noch drauf seid auf der Waffe mit dem Schalldämpfer. Da jetzt aufpassen wegen dem Juggernaut, weil der gleich gelaufen kommt.
wenn ihr wegen später seid. Wir gehen rein zu dem Tor. Hacken. Erstes Pass. 1, 2, 1, 2, 3. Erklärt sich eigentlich von selber. Eins, das passt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und gehackt. Da aufpassen, dass er nicht überhitzt. Und wir haben das Hauptziel. Gehen raus und nach rechts. Durch diese Gittertür. Gehen heraus, schauen schon, dass der da nicht steht. Ja, steht nicht da oben. Juggernaut kommt auch nicht. Der hier ist gerade weggelaufen. Und bestätigen. Wenn der jetzt zu zweit oder zu dritt wird, könnt ihr da nach rechts. Dann müsst ihr bei gar keinen Wachen vorbei. Und er hat gemerkt, dass er ausgeraubt wurde. Ich weiß zwar nicht wie, weil ich bin so ein Dressurenkeller stehen habe. Der hätte. Würde ich da nicht so aus Langeweile hinlaufen. Da halt aufpassen mit die scheiß Fische, dass der nicht so dagegen donnert. Und runterfliegt. Wenn ihr eben schnell genug seid, dann könnt ihr hier rüber noch vorm Helikopter und spart ein bisschen Zeit. Oh, das wäre fast schief gegangen. Den hier rechts von uns, der da an dem Weg steht, noch gehen lassen. Weil, wenn ein Auto gefahren kommt, was ist oft mal kommt von oben oder von unten, würden sie die Leiche sehen. Der Helikopter fliegt diesmal andersrum. Wenn er zu uns fliegen würde, dann fliegt er so, bleibt hier kurz stehen und dreht und fliegt dann da hoch. Ja, Eligubio regt sich gerade auf. So, wir warten ganz kurz hier, dass der Typ da, der steht da hinten. Und wenn man da jetzt erschießt,
Dann hinten ging es die anderen mit. Ja, schaut, das so mit Auto habe ich gemeint. Dieses Auto hätte den jetzt dann liegen sehen. Weil es ja nicht so klug wäre. Und die paar Sekunden, die man da wartet, da schafft man trotzdem Elite. Auch alleine. So, wir brennen das Zeugs da auf und mit zweimal Geld, was da drinnen ist, und einmal Gemälde ist die Tasche voll. Irgendwas passt mit meinem Controller nicht, ich glaube, ich muss den mal resetten. Das nächste. Schauen wir mal schnell, dass der Helikopter gerade da ist. Nein. Alles bisschen raus. Nehmen das Motorrad, das da gleich ums Eck steht. Ja, so geht's auch. Egal, hier wollen wir ja eh her. Wenn ein Boot im Wasser ist, wo ihr seid, schießt den Fahrer raus, weil ihr dann viel schneller seid wie beim Schwimmen. Aber Schwimmen geht auch. Dann taucht er unter und schwimmt eben. Schön von der Insel weg. Schaut nochmal, dass der wirklich wegschwimmt und nicht auf eine andere Landzunge oder so zu. Ja, das hatte ich mal mit einem Kollegen und sind geschwommen und geschwommen und geschwommen. Und haben uns gewundert, warum nichts passiert. Und schwimmt auch mit.